Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Einen Rollertausch habe ich gemacht auf die Schnelle, dass ich einen ordentlichen Roller habe, weil wir fahren jetzt ein paar Meter. Ich fahre zu einem Roller, der schon mal hier war, ein Piaggio NRG. Es ist kein Zündfunke vorhanden und ich wurde gerufen und werde jetzt mit euch nach Lichtenberg fahren. Das kann ich doch, denke ich mal, sagen. Ja, das liegt noch mit drin. Also wir fahren jetzt nach Lichtenberg und dann mal gucken, ob ich da dort vor Ort eventuell eine Kleinigkeit aufnehmen kann. Schauen wir dann mal. Also, bis gleich. Ich hatte natürlich eben gerade vergessen, bis gleich auf der Straße. Wir sind natürlich auch über den Helmmobil. Also, seid nochmal herzlich willkommen. Ich habe mal das Navi angemacht. Es ist ja nicht ganz so weit von mir entfernt. Aber ich habe mal für euch das Navi angemacht, dass ihr mal ungefähr sehen könnt. 3,9 Kilometer haben wir jetzt noch. Und ja, es ist nicht mehr ganz so weit. Das ist jetzt unsere Strecke. Ich glaube, das kann man so noch ganz gut erkennen. Ja, na, dann wollen wir doch noch mal ein bisschen Gas geben. Also dieser Roller, der kommt echt so super. Übrigens, das ist der Transformers. Nanu, wer hat mich denn da wieder überholt? Ja gut, ich habe eben noch mal eine kurze Zeit gestanden. Wir sind jetzt oder kommen gerade in Lichtenberg an. Ich nehme euch noch ein Stückchen mit und dann werden wir mal sehen, was da auf uns zukommt mit diesem Roller. Mit der Ruhe. Da konnte es eben einer nicht erwarten.
ja, dann fahren wir jetzt doch mal richtig langsam. Dann kommt er nämlich auch nicht schneller voran. Was soll das denn? Wir waren gerade an Anfahren an der Ampel und der hupt schon. Gut, bis gleich. Jawohl! Immat, ne? Immat, ja. Immat. Oh, ey. Ich bin angekommen bei Immat. Und schaut mal. Wie lange stand der Roller jetzt? Ist ja fast ein Jahr sogar. Fast ein Jahr. Okay, und der Roller hat eben das Problem gehabt zum Kerzenstecker irgendwie. Er hat keinen Funke mehr gebracht und jetzt habe ich das hier mal alles so ein bisschen, oder haben wir vielmehr, zerlegt und Emmert hat mich mit Werkzeug bedient, ausgestattet und ja, es war hier, es lag am Kerzenstecker, den habe ich jetzt ein bisschen zusammengezogen.